Mein Name ist Purity Mutoni. Unser Dorf hat keinen Zugang zu fließendem Wasser. Um sauberes Wasser zu holen, müssen wir weite Strecken laufen. 2 Kilometer laufen die Frauen in Purities Dorf bis zur nächsten Quelle. Das erste Mal bereits vor dem Frühstück. Wasser holen gehört zu den täglichen Aufgaben. Diese erledigen traditionell die Frauen. Wir laufen 5 Stunden am Tag für frisches Wasser. Unser Dorf hat keinen Zugang dazu. Ein Wasserkanister fasst 20 Liter. Insgesamt trägt jede Frau 100 bis 200 Liter am Tag. Du holst Wasser, du bringst es nach Haus. Dann gehst du wieder los. Und das alles bis zu 10 Mal am Tag. Wir brauchen Wasser für die Kühe, zum Kochen, zum Spülen und zum Waschen. Zu Hause angekommen, bekommt die Kuh etwas zu trinken. Gäbe es Zugang zu Wasser, hätten wir mehr Zeit. Zum Beispiel für unsere Kaffeepflanzen. Je mehr Zeit wir für den Kaffee haben, desto besser wird die Ernte. Fürs Kochen wird erneut frisches Wasser geholt. Wieder ist Purity dafür fast 1 Stunde unterwegs. Darum hat sie die Frauengruppe Mugumo Water gegründet. Die rund 200 Mitglieder setzen sich für den Bau einer Wasserleitung ein. Ich wünsche mir, dass dies in 10 Jahren ein besseres Kenia ist. Schon jetzt packen wir alle mit an. Ermöglichen Sie mit Chibo für 200 Familien am Mount Kenya einen einfacheren Zugang zu fließendem Wasser.